Es war einmal in einem kleinen Dorf in der Uckermark. Da lag die kleine hilflose Else, kaum befiedert, mitten in einem Hühnergehege, gerade aus dem Nest gefallen, welches sich in einem alten Apfelbaum befand, und den Sturz aus knapp 5 Metern Höhe hatte sie offensichtlich gut überstanden, allerdings fehlen davon, leider, aber wer rechnet schon mit sowas, die passenden Aufnahmen, die sie noch am Fundort gezeigt hätten. Am Anfang wusste nun natürlich niemand etwas über ihren Gesamtzustand, so war zunächst auch nicht klar, wie lange sie schon hier unten lag und damit ohne Futter war. Man konnte zumindest vermuten, dass der Absturz erst kurz zuvor passiert sein dürfte, denn sonst hätten die hackenden Schnäbel der freilaufenden Hühner dem kleinen Vogel früher oder später aber auf jeden Fall ein vorzeitiges Ende gesetzt, doch die Hühner hatten den Knirps offenbar noch gar nicht bemerkt. Der nächste Tag brachte dann ein bisschen Klarheit. Zumindest schien es so, dass sie eher nicht das sogenannte Nesthäkchen gewesen war, welches kein Futter mehr abbekam, denn sie hatte bis zum Abend noch Insektenteile vorrangig von Käfern ausgeschieden, die ihre Eltern an sie verfüttert hatten. Somit schien also klar, dass sie durchaus zu den überlebensfähigen Jungen gehört haben musste, vielleicht sogar das übermütigste und tollkühnste von allen war, das einfach nur einen Schritt zu viel aus dem Nest herausgemacht hatte und dann plumps, schon war es passiert. Ja, und nun stand natürlich die große Frage, was machen mit dem kleinen Vogel und wohin mit ihm? Erst einmal gab es eine halbstündige Autofahrt bei brütender Hitze und ohne Klimaanlage. Die kleine Elster schien danach fix und fertig und verweigerte bis zum Abend jegliches Futter- und Wasserangebot, nachdem sie am Fundort, kurz nachdem sie in die Hand genommen worden war, nur einmal kläglich den Hals reckte, den Schnabel aufsperrte und einen Bettellaut ausstieß. Erst am nächsten Morgen zeigte sie sich viel munterer, schien hungrig und schlanggierig und mit Appetit, das ihr dargebotene Futter runter, das anfangs aus der Not heraus nun nicht optimal war, aber dessen Zusammensetzung sich dann in den kommenden Tagen stetig besserte. Tja, und da war sie nun, in ihrem neuen Zuhause, wo die ersten Videosequenzen überhaupt erst entstanden sind. Hier erhielt sie erstmal ihren Nestersatz, einen mit Handtüchern, Pullover und T-Shirts ausgekleideten Karton, wo sie schon bald begann, ihr noch spärliches Gefieder zu putzen. Alles wirkte noch unbeholfen und wackelig. Das kleine Ding war ja auch noch keine 2 Wochen alt, hier vielleicht erst 11 oder 12 Tage. Das Eigelb am Schnabel verrät den Hauptbestandteil ihrer Nahrung zu dieser Zeit. Jeden Tag gab es ein frisch gekochtes Ei, von dem natürlich nur eine Hälfte zubereitet wurde, angereichert mit gefangenen Fliegen, Mücken und Schnaken, die als Pams beigemischt wurden, und dazu geriebene leere Schneckenhäuser als Kalziumzufuhr, und bald kamen auch klein gehackte Maden dazu. In einem solchen bequemen Nestkarton kann so ein noch unbeholfener kleiner Vogel gut sitzen, auf der Hand oder einer sonstigen weichen Unterlage ohne Abstützmöglichkeiten zu den Seiten sieht es hingegen schon anders aus. Da schmiert man schnell mal ab. Ja, und anschließend muss man sich davon erstmal erholen. Doch was ist schon so eine weiche Landung auf dem Sessel aus einem 1/2 Meter Höhe im Vergleich zu dem Fall aus dem Nest, der ganz gewiss viel härter war und zugleich ihr Leben veränderte. Und immer wieder ist Putzen angesagt, neben Fressen und Ruhen die Hauptbeschäftigung. Und war die Unterlage fest genug, saß man auch gern schon mal außerhalb der Nestkuhle. Natürlich stand anfangs die Frage, was nun langfristig mit dem kleinen Fratz passieren sollte. Behalten schien zunächst nicht in Frage zu kommen und so hatte ich versucht, eine passende Auffangstation zu finden, um dem Tier einen möglichst günstigen Start ins Leben zu ermöglichen. Doch sämtliche Versuche schlugen letztlich fehl. Entweder es war viel zu weit weg oder man erreichte niemanden. Letzteres war das Hauptproblem. Doch die Zeit drängte, denn hatte sich Else, wie ich sie inzwischen schon nannte, erst auf mich geprägt, war es eh zu spät. Und irgendwann bemerkte ich, dass sie mich immer öfter mit ihren Blicken fixierte. Und da war klar,
Jetzt muss sie natürlich hierbleiben, denn sie hatte ihre Mama oder ihren Papa erkannt. Der kleine Hüpfling durfte dann auch, selbstverständlich unter Aufsicht, die ersten Ausflüge in den Garten machen. Hier geht's auf der Abkieselung entlang, wobei schon einzelne leise Elstertöne geäußert werden. Genau, ein bisschen Ballasterleichterung. Ja. Und Flügelstrecken, da hüpft es sich gleich nochmal so gut. Dann ganz dicht an der Wand entlang. Und hinten wird man sogar schon am Ende erwartet. Ja, Schritt für Schritt oder Hops für Hops. Dann wartet da schon jemand Bekanntes, aber Else dreht doch nochmal ab. Sie will eben auch nochmal ein Stück in die andere Richtung erkunden. Ist ganz ungewohnt, so ein Regen, wa? Dann auch mal direkt auf Mutter Erde. Und wenn's wieder reingeht, dann ist das Fensterbrett inzwischen der Lieblingsplatz. Denn von hier aus kann man ja schon mal ein ganzes Stück der großen Welt von oben sehen. Und nicht nur von oben, sondern auch nach oben. Und nun gibt's einen kleinen Zeitsprung in den Aufnahmen von 7 Tagen, der durch ein ausgesprochen dummes Malheur zustande kam. An einem heißen Tag setzte ich sie in die Voliere, in der ein paar Wellensittiche und 3 Zwergkaninchen leben. Das ergab sich, weil für die Kaninchen noch Grünfutter von der Koppel geholt werden musste und ich keine Idee hatte, wo ich Else, die eben schon ein bisschen herumhüpfen konnte und auch nicht im Karton sitzen geblieben wäre, so lange lassen sollte. In der Dachwohnung war es noch viel zu heiß um diese Uhrzeit und es konnte an jenem Tag auch niemand anderes auf sie aufpassen. Normalerweise geht das mit den Kaninchen auch gut, wir haben sonst ja immer verletzte Wildvögel für ein paar Tage zur Erholung dort reingesetzt und dann wieder freigelassen. Doch diesmal schreckten die Kaninchen, als ich zurückkam, rannten einmal wild durch die Voliere und da stand Else dummerweise im Weg. Das Fazit war, sie erlitt dadurch ein verletztes Fersengelenk. Der Lauf hing zunächst nur kraftlos runter und schien gar nicht mehr eingesetzt werden zu können. Das ging tagelang so, eine tierärztliche Untersuchung ergab zumindest erstmal, dass nichts gebrochen und auch nichts ausgekugelt war. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Den Rest sollte nun die Zeit bringen, doch zunächst konnte Else nur auf einem Bein sitzen und hüpfen. Und was das Schlimmste war, die Gefiederpflege, die schon zeitig sehr viel Raum im Leben des kleinen Vogels eingenommen hatte, musste vorübergehend vernachlässigt, anfangs sogar gänzlich eingestellt werden. Kaum wollte sich Else erheben und mit dem Putzen beginnen, kippte sie, weil's ungewohnt war, sofort zur Seite und musste sich mit den Flügeln abstützen. Das war schon ein trauriger Anblick, den ich anfangs nicht filmen mochte. Vielmehr hatte ich damit zu tun, ihr irgendwie zu helfen. War es doch immerhin allein meine Schuld, dass sie das erleiden musste. Eine gut gemeinte Absicht, die für Else folgenschwer war. Und vor allem völlig überflüssig, denn sie hätte, wie sich rausstellte, auch später gar nicht in die Voliere gemusst. Es funktionierte in der Wohnung tadellos, denn genau das war für die Zukunft mein Bedenken, dass es in der Wohnung langfristig nicht gut gehen könnte, weshalb als Übergangslösung ohnehin ein kurzer Aufenthalt in der Voliere während des Flüggewerdens in Betracht gezogen wurde. Aber wie gesagt, es kam ganz anders. Das Ergebnis des eingeschränkten Gefiederputzens war der kleinen Else natürlich anzusehen. Sie hatte kein glattes Gefieder mehr. Auch schienen sich durch die mangelnde Pflegemöglichkeit die Schwungfedern zum Teil nicht richtig zu entwickeln,
Vor allem die Armschwingen sahen später wellig aus und bei den Handschwingen fehlten bisweilen ganze Abschnitte der inneren Federfahne. Trotzdem entwickelte sie sich, wenn auch verzögert, zu einem enthusiastischen kleinen Flieger, auch wenn es hier erstmal nur nach unten ging. Hoffnung machte sich breit, als sie zunehmend versuchte, ihr krankes Bein einzusetzen, indem sie immer öfter damit auftrat und auch anfing, Kratzbewegungen auszuführen. Und sie hatte auch gefiederte Gesellschaft. Eine Rauchschwalbe suchte immer wieder das Zimmer auf. Manchmal waren es sogar zwei. Ja, so geht Kommunikation. Auf Elstermenschisch. Und munter geht's voran auf den Nestkarton, der jetzt nur noch zum Hin- und Herhopsen dient. Ja, nun kommt noch der Finger. Und immer Kontakt halten. Und jedes Stück Wäsche ist potenzielles Spielzeug. Überall wird dran rumgeknabbert und probiert. Dann in der Küche. Hier gibt's die ersten richtigen Kratzversuche. Und die wollen so ja schon halbwegs hier lingen. Zum Putzen lässt aber manchmal noch ein bisschen die Kraft nach. Das gesunde Bein trägt zwar schon ganz gut, muss sich aber eben doch öfter mal erholen. Ja, und dann verfolgt der kleine Kopf schon die herumsausende Fliege und reflexartig öffnet sich dabei ab und zu der Schnabel. Aber zum Erhaschen der Beute reicht die Schnelligkeit dann doch noch nicht aus. Irgendwann hat sie begonnen, munter vor sich hin zu plaudern, meist wenn sie für sich allein war, manchmal aber auch in Gesellschaft. Das war aber immer sehr schwer zu filmen, denn kaum hatte sie die Kamera in solcher Situation bemerkt, kam sie sofort angeflattert. Das andere Fensterbrett im Wohnzimmer. Wieder putzen. Und dann ein gekonntes Abfangen nach einem Abrutscher. Tja, und immer noch ist Humpeln angesagt. Der nächste Ausflug nach draußen führt in den hinteren Garten, wo Else sich mal so richtig austoben kann und das scheint sie auch ausgiebig zu nutzen. Diese ersten Aufenthalte waren immer von Besorgnis begleitet, denn jede Ecke war nun nicht einsehbar und man wusste nie, ob irgendwo eine Katze lauerte. Else selbst hat sich um sowas natürlich überhaupt nicht gekümmert. Umso mehr musste da der Ziehpapa aufpassen, denn sie bestimmte zudem auch den Weg, wo es hinging. Aber hier wollte sie erstmal nur unterm Kirschbaum vorm Holzstapel sitzen, wo Eindrücke gesammelt werden mussten, denn hier draußen ist ja doch so einiges mehr los als drin in der Wohnung.
Und als dann von diesem einen Punkt genug geguckt worden war, ging der Hops weiter. Aber dann musste erst mal wieder gedöst werden, wofür idealerweise der dicke Stubben der im letzten Jahr gefällten Lebensbäume in Frage kam. Hier sitzt eine Elster sehr bequem, fast wie auf einem Sessel. Eine wunderbare ruhige Ecke und schön warm noch dazu. Doch lange will man die Zeit hier nicht vergeuden, zu viel gibt's zu entdecken. Und wenn da in der Mitte ein kleiner Flieder rauswächst, muss demnach auch Erde da sein. Und da stochert man eben mal ein bisschen drin rum. Dann muss der Flieder selbst überprüft werden, doch mehr als ein bisschen biegen tut er sich auch nicht. Und die Federn fordern immer wieder ihren Tribut, da muss eben ständig Zeit mit verbracht werden. Und weil sowas immer ein bisschen anstrengt, setzt man sich schließlich nochmal nieder. Zu bequem war das hier. Aber nee, da sind noch die Schwanzfedern. Die letzten Sonnenstrahlen erreichen den Stubben. Dann verschwindet Klärchen langsam. Und wieder juckt das Fell. Immer noch finden sich Federn, die noch nie so richtig liegen. An einem anderen Tag in der Wohnung dann ein neues Spielzeug. Ein glänzender grüner Drahtball lenkt Elses Aufmerksamkeit auf sich. Erst nähert sie sich neugierig, dann kommt der Schnabel zum Einsatz. Ja, der ist schön leicht und lässt sich wunderbar greifen und transportieren, aber noch weiß Elsterchen nicht so richtig, was mit ihm anzufangen. Man kann ihn immer wieder greifen und von links nach rechts legen, aber so richtig drauf rumpicken, so wie Elses gewöhnt ist bei anderen Gegenständen, geht hier erstmal nicht so. Dann geht's wieder raus in den Garten. Es ist der 6. Juli, Else ist jetzt genau einen Monat hier. Und am Kirschbaum liegen schon die ersten gelben Blätter, dafür sorgt der heiße und trockene Sommer. Und dann wird ein neues Spielzeug entdeckt. Die trockenen Kirschkerne der letzten Ernte, die hier ausgespuckt worden sind, liegen überall rum. Und noch ein neuer Gegenstand, eine Bierpulle, wo Klein Else nur regelrecht im Kreis tanzt. Wieder ein Kirschkern und die lassen sich, wie Else später erkannt hat, wunderbar in den weichen Boden rammen. Putzen. Und hier sieht man ganz deutlich, wie wellig vor allem die Armschwingen sind. Zweifellos eine Folge des zwischenzeitlichen Sich-nicht-putzen-Könnens infolge der Beinverletzung. Auch die schon stark verschlissenen Schwanzfederspitzen rühren daher. Die Neugier kennt keine Grenzen, das wird im Laufe der kommenden Folgen immer wieder deutlich. Alles, aber auch wirklich alles ist interessant und wird untersucht. Und mittendrin wird nicht selten der Ablauf spontan unterbrochen, wenn die Federn rufen. Wenn nicht das Blatt am Strauch, dann eben der Zweig oder was auch immer am Boden. Und sehr deutlich sieht man hier schon, wie metallisch glänzend bestimmte Partien ihres Gefieders sind. Dann die erste Begegnung mit Blüten und da kann man sich schon denken, was passiert. Der Milchdeckel. Und die Flasche dazu. Ja, der macht nicht nur interessante Geräusche, sondern hat innen sogar Geschmack. Na und der Glaskoloss scheint dann doch ein bisschen zu klobig, da verliert man schnell das Interesse. Kleinere Dinge sind eben interessanter. Wieder Kratzversuche und nun achte man drauf, sie versucht sich jetzt nicht nur mit dem verletzten Bein zu kratzen, sondern anschließend auch mit dem gesunden und muss dazu zwangsläufig auf dem Verletzten stehen. Das sieht hier in dieser ersten Phase natürlich noch besonders wackelig aus, aber immerhin setzt sie schon beide Beine abwechselnd ein. Dann folgt ein Sonnenbad, das ein bisschen paradox anmutet,
denn es war dies ein sehr heißer Tag, an dem Else sich im Schatten gewiss wohler gefühlt hätte. Trotzdem suchte sie wiederholt auch unter diesen Bedingungen sonnenexponierte Orte auf, um in dieser auffälligen, fast witzig anmutenden Haltung einen Moment zu verharren. Das Kopfgefieder wird gesträubt, der Schnabel geöffnet, der Schwanz gefächert und die Atmung wirkt fast schwerfällig. Sehr schön sieht man hier übrigens ihre bläulich-graue Iris, die sich später, wenn sie erwachsen ist, braun färben wird. Die nächste interesseweckende Erscheinung, der sich füllende Gießring einer frisch gepflanzten Hortensie. Da bewegt sich sogar mal was von selbst und ist zudem auch noch Wasser. Da kommt eine kleine Elster schnell mal in Versuchung. Zunächst Schnabeltauchen und Kopfschütteln, die allgemeine Einleitung zum Baden. Dann wird langsam der Körper immer mehr mit einbezogen, bis er richtig auf den Geschmack kommt. Und ab jetzt zum ersten Modderbad unter Palmen. Jetzt ein kräftiger Schüttler, der Else erstmal ordentlich aus dem Gleichgewicht bringt. Dann ein weiterer Versuch, doch der Pool ist inzwischen schon ein bisschen zu flach und so geht's ab auf einen alten Maulwurfshaufen zur Trocknung. Dazu gehört natürlich, dass man sich schön mit Sand paniert. Vielleicht geht Else davon aus, dass das Wasser dadurch schneller gebunden wird. Auf jeden Fall scheint's ihr richtig Spaß zu machen. Zwischendurch ist der zusammengehakte Haufen aus trockenem Koniferenmaterial interessant. Dann aber gewinnt der Erdhaufen wieder an Attraktivität, wo sie versucht, die Klamotten wieder in Ordnung zu bringen. Das hier ist übrigens kein Fußtrillern, wie man es bei Limikolen oft beobachtet, sondern wieder mal der Versuch, sich auf dem kranken Bein zum Putzen abzustützen, aber diesmal wohl es nicht gelingen. Stattdessen nutzt sie einen gleich nebenan befindlichen morschen Fichtenstubben, um weiterhin ihre Federn zu trocknen, womit wir auch schon am Schluss dieses ersten Teils der kleinen Else-Geschichte angekommen sind. Bald geht's also weiter im zweiten Teil.